Ja, hallöchen, liebe Freunde der Nacht, willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Wir sind im Tag 71, Stunde 15 und gehen in die Nacht 72. Heute kommen wieder Big Riesenzombies. Ich war mal ein bisschen Material farmen, vor allem Steine, dass wir unsere Katapulte wieder voll bekommen. Wie ihr seht, habe ich einiges an Steinen eingesammelt. Und ein bisschen Kupfer habe ich auch dabei. So, machen wir mal das hier noch weg. Das Eisen können wir auch mal wegpacken. So, das brauche ich auch nicht. So, das brauche ich nicht. Ach so, naja, komm. Wieder raus damit. Kupfer heißt 270, also das ist mal wieder ein kleiner guter Vorrat. So, jetzt gehen wir mal schnell runter noch, beladen unsere Maschinen. Stecken wir das blöde Schwert weg. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich habe da drüben. Na, so. Da komme ich ja nicht mehr raus. Ich habe da drüben einen Mörser aufgebaut. Hier unten. Der sich so ein bisschen um die Zombies kümmert, die hier unten rumlungern, also die Riesen. Da oben muss ich auch noch irgendwann mal auf Eisen aufwerten, weil ich habe gesehen, die Steinfundamente nehmen Schaden. Ich vermute durch die Katapulte und den Mörserbeschuss, wenn hier Riesen unterwegs sind. Gut, ich mache jetzt mal noch geschwind ein paar, das ist jetzt Priorität, ein paar, ah, wir haben alles kaputt, guck mal die Scheiße hier an. Mein Gott. Eben habe ich es repariert, ne? Dreh mich rum, es ist kaputt. So, was ich auch noch machen muss. Ganz, ganz wichtig. Weil letzte Nacht habe ich es nämlich nicht gemacht. Dann ist es passiert. Ich habe vergessen auszuschalten. Und als die Welle losging, waren die Batterien leer. Es war zum Glück eine harmlose Nacht. Aber okay, die Batterien sind voll. So alles ausgeschaltet. Ich habe hier übrigens auch noch ein paar Windkrafträder dazu gebaut, weil der Strom von den blöden Solarzellen da irgendwie nicht gereicht hat. Sobald die Sonne weg war, haben die Batterien ihre Leistung verloren. Obwohl die Station ausgeschaltet war. Eigentlich gar kein Standby-Betrieb, weil ich klemme ja die Batterie hier quasi ab, ne, wenn sie hier reinkommt. Das heißt, wenn, dann habe ich nur maximal das an Standby und nicht einmal das habe ich hier. Weil ist ja ausgeschaltet, ne, und das kann nichts brauchen, weil das hängt ja dahinter. Aber gut, egal. So, aber hier das Ding auch noch. Solarpanel rauchen auch schon wieder fleißig vor sich hin da oben. Ich habe gedacht, dass die Scheißdinger ein bisschen mehr aushalten, aber ich glaube, die gehen schneller kaputt mit den Windanlagen. Also wir brauchen ja bloß Eisenstücke, aber trotzdem. Ich hoffe, dass nie so eine Verlängerungsdose kaputt geht. Das wäre übel, Freunde. Das wäre mega übel. So.
Ich habe jetzt gestern Abend, bevor ich ins Bett bin, noch ein paar Katapulte aufgeladen, so viele Steine ich noch hatte. Aber ich weiß jetzt definitiv nicht mehr, welche das waren. Deswegen. Scheiße, genau das wollte ich vermeiden. Ach so, ich bin doch, glaube ich, gestorben, ne? Einmal, oder? Ja. Zweimal sogar. Aber scheinbar habe ich alles. So. Dann mache ich mal die Fresssachen in die Kiste da. So. Alles mal hier raus. So. Eier auch mal hier raus. Hast du noch Benzin? Ja. Die müssten auch noch ihre. Die haben auch noch ihren Stoff. Ach, der ist sogar noch 800 fast. So, dann gehen wir mal hoch aufs Dach. Holen uns mal Mats. Für Brücken. Brauchen wir Holz und Holzbretter, ne? So, die Steine packen wir mal aus. So, das Zement können wir auch hier wegtun. Dann haben wir noch Pulver. Eisenerze. Ich muss die mal alle wirklich. Ich muss mal wirklich einen Tag nur losgehen und Äste farmen. Dass wir die alle hier mal auf Eisenbarren aufwerten können. Dass wir hier so ein bisschen Platz in die Kiste bekommen. So, Kupfererz. Kupfererz da rein. Und die Steine hier da rein. So, das war's schon wieder. Ne? Ach, der guck mal. Stoff. Stoff haben wir auch noch. So, nee, Stoff kommt da rein. Stoff, 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 Stoff. So. Das nehme ich jetzt auch mal wieder mit, weil das können wir ja verarbeiten. Ja, seht mir nach, Freunde, aber das muss auch mal geleert werden, das Zeug hier. Ich brauche hier was zu essen, ne? Ich glaube, ich habe Millionen Eier, also verhungern würde ich nicht. Ein Fuchs ging mir in die Falle. Ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs. Ich habe drei Stück gebaut. Wo ist das dritte? Da.
So, also Holz und Holzbretter brauchen wir. Nachdem wir unser Fleisch gebraten haben. Und immer wenn ich hier hinten raufgehe, fällt mir ein, dass ich das hier auch noch umbauen wollte, ne? Also Holz und Holzbretter. Holzbretter und Holz. Normalerweise viel brauche ich eigentlich nicht, ne? Viel brauche ich eigentlich nicht. Drei, vier Plattformen oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß das Teil ist, ne? Aber ich nehme schon an, dass es riesig ist. Und allzu viel Munition werde ich dafür auch nicht haben. Das heißt, es wird dann ein Gerät, was einmal geschalten wird, für drei, vier Schuss vielleicht, und dann wieder ausgeschaltet. Also quasi, ja, Backup oder so, ne? Soll ich vielleicht erstmal die Treppe hochbauen? Das wird so auf Treppenhöhe. Ah, nee, oder? Ach, scheiße, Baumstamm und Liane. So eine Kacke. Ja, ich weiß, ich brauche jetzt nur eins, aber ich nehme gleich mal mehr mit, wo ich eh schon mal da bin. So. Ich hoffe natürlich dann, dass hier der große Riese nicht einfach so reinschlappt, ne? Wir könnten uns dann vielleicht von da oben irgendwie hier dann runterbauen. Mache ich mal die Treppe hier hin. Eine. Obwohl, eine wird eigentlich reichen, ne? Es geht ja jetzt nur darum, dass die kleinen Kackzombies da nicht rankommen. So, ne? Ich finde es halt scheiße, dass man die Treppe nicht einfach so daran hängen kann. So etwa können es hinhauen, oder? Mal so grob. Komm, scheiß drauf, es geht jetzt nur darum, dass ich da hochkomme. Soll eh keine Treppe hin, sonst habe ich das Problem. Diese Zombies da
hochkommen. Sollen sie ja nicht. So, also. Wenn wir Glück haben, reicht es vielleicht sogar schon. Okay, Railgun. Wo bist du, Railgun? Da ist er. Boah, was ein nee. Freunde, was ein Kavenzmann. Nee, der passt hier nicht einfach so rein. Scheiße. Der passt hier nicht so einfach rein. Oh oh. Und hier habe ich dann jetzt dieses Risiko, dass der Riesenzombie drauf kloppt, ne? Und ich habe hier einen Fehler gemacht, ne? Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssten ein Stück nach oben, dass wir hier über den Zaun rüberkommen. So in etwa, ne? Natürlich ist das Risiko groß, ne? Dass der Riesenzombie das dann hier nachts irgendwann abreißt, wenn er vorbei marschiert. Wir werden sehen. Ist eh mal nur so eine Idee, ne? Wieder hinpassen. Vielleicht so leicht schräg. Obwohl, da dreht sich ja bestimmt, ne? Gut, das Kaffeinsammeln. Was ein Riesenteil. So. Aber das Gute ist, wir kommen jetzt hier über der LKW hoch. Hat einen gewissen Vorteil und hier sieht es aus, als ob es durch den Posten hier gestützt wird. Ja, komm. Sieht gut aus. So, was brauche ich denn jetzt für das Teil? Fallmaschine, Motor und die Magnetspule. Oh Gott, das wird teuer. Ich ahne es, das wird teuer. Ich ahne es. Ich glaube, da fangen wir mal mit dem teuersten an, oder? Die Magnetspule. Oh, wo? Es geht eigentlich. Oh, 15 Kupferbarren, Freunde. 15 Kupferbarren. Nein. Ja gut, dann nehme ich mal mit. Einmal Bündel Kupfer, einmal Bündel Eisen. Ich würde sagen, auch ein Bündel Stahlplatten. Vielleicht noch ein Bündel Stahlstangen. Was könnte man noch gebrauchen? Vielleicht noch Seil.
ja, Äste auf jeden Fall. Äste. Plastik und Gummiringe würde ich noch einpacken. Plastik, Gummiringe, Stecker, Hammer wenigstens. Klebeband. Meinst du, ob das Ding kleben muss? So, tadam. Was haben wir da? Batterie. Batterie war es keine, glaube ich, gell? Aber Fallmaschine. Kupferdraht. Einfach mal alle mit. So. Seil. Das haben wir. Dann brauchen wir noch Varisato, oder wie das Ding heißt. Nägel. Was siehst du? Doch. Wir brauchen Klebeband. Selbst die Railgun wird geklebt. Halt, Nägel auch noch. Leute, wir kleben uns eine Railgun. Gut, Kupfer. 15 Kupferbahn. Wow. Also, machen wir erstmal 15 Kupferbahn. Das habe ich lang für gefarmt, ne? So. Kupferbahn, oh mein Gott. So, dann brauchen wir einmal Motor. Brauchen wir nochmal 5 Kupferbahn. 3. Entschuldigung. 1, 2, 3. Einmal den Motor. Na, wo ist das denn? Da. Einmal den Motor und dann brauchen wir noch den kleineren Dildo hier, der Teil. So. Jo, das war's schon, ne? Und was brauchen wir für Munition? Railgun-Munition. Da brauchen wir Zellen und... oh Gott, ist das teuer. Freunde. Wie viel Schuss hat das Ding? Da würde ich sagen, dann machen wir mal 5 Stück. Ja, das war... Ui. So, Zellen. Komm, wir brauchen die sowieso öfters mal zum Nachladen. Nicht so geizig. 15 Kupferbarren nochmal. Nee, Quatsch, was mache ich denn? Da muss ich hin. 15 mal Kupferbarren. So. Ich glaube, 3 Eisen waren es noch. 1, 2, 3. Ah, ein Eisen fehlt noch. So. Da können wir jetzt 5-mal dieses Railgun-Ding da bauen. So. Oh, Freunde, ist das teuer. Also oft kommt das Teil nicht zum Einsatz. Das sage ich euch gleich. Weil das kann ich mir nicht leisten. Da müsste ich noch 25 von den Dingern dahin bauen. Dass wir denn wieder, dann kommt eins bei raus, dass wir den Bedarf bedecken können hier. Ja, ich finde es halt schade, ne, dass man gerade diese tollen Dinger, dass man da so viel Strom braucht. Munition braucht. So. Na komm. Nimm doch alles. Und jetzt reload. Jetzt nee, ne? Scheiße. Ich hätte auch gerade die Mats mitnehmen können zum Aufwerten hier. Aber egal. Gott, was ein Teil. Ich hätte es ja schon ganz so ein bisschen schräger, dann müsste ich so weit nach vorne, ne?
Podcast. Alter, was ein Oschi. Ich bin mal gespannt, wie viel Schuss kamen dann jetzt raus überhaupt? Wo sind die? Da, tatsächlich eine 5. Ich hoffe, es gibt mehrere Salben. So, also jetzt brauchen wir hier Eisenaufwertung. Dazu brauchen wir ist nur Eisenbarre drin. Das hier brauchen wir Ziegel und das hier. Komm, ich nehme den auch mal mit. So, dann brauchen wir als nächstes Stahlplatten, Eisenstangen und Nägel müsste ich noch haben hier. So. Ja. Gut. Oh, 23 Uhr schon. Also das Ding kommt heute Nacht auf keinen Fall mehr zum Einsatz. Aber wir werden sehen, inwieweit die Riesenzombies sich für das Teil hier interessieren. Gut, jetzt habe ich voll die Zeit vergessen. Ne? Schade, aber dann halt in Nacht 74. Weil das Zeit reicht mir nicht mehr. Ich muss dann die Kabel darüber verlegen aufs Dach. Ich muss noch ein Bedienpult bauen. Und das reicht alles hinten vorne nicht. Ich muss dann auch noch die Fallen, beziehungsweise die Maschine, die Waffen aufladen, einschalten. Aufladen muss ich ja nicht, sehen Sie ja schon, aber. So. Jo, dann fangen wir am besten mal hier an. Und schalten das Teil schon mal ein. Ach so, das brauche ich ja gar nicht mehr einzuschalten. Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen, dass ich das nicht mehr machen muss. So, komm, einmal die Keule bitte. Oh, da müssen wir reparieren. Da müssen wir reparieren. Letzte Nacht bin ich gestorben, als das Teil ausgelöst hat. Macht das Teil auch mir Schaden? Die Welle geht los. Freunde, die Welle geht los. Wie sieht das Fundament da unten aus? Ich möchte das Fundament da unten sehen. Alter, ich komme nicht an das scheiß Fundament ran. Zeig mir dieses Kackfundament an. Na gut, wird gut sein. So. Also. So, da haben wir überall jetzt Saft drauf. Die Teile gehen in Stellung. Warum die hier nicht? Ist doch an, oder? An.
Na gut, vielleicht. Vielleicht bewegen sie sich ja noch. Also eins weiß ich jetzt schon anhand der Lags, es kommen viele. Ganz, ganz viele. Gut, die Batterie ist voll. Das ist gut. So, ich gehe jetzt mal auf meine Stellung da runter. Plasma Blast. Plasma Blast, Flammi flammt. Siehst du, da oben geht nämlich was dran. Ne? Da oben. Manche Steine fliegen da oben aus Eck. Und deswegen haben halt auch Steinteile halt auch Schaden. Ne? Zu schießen. So, 1 Uhr. Jetzt müsste es gleich losgehen, das Feuerwerk. Aber nicht so. Aber ich gehe mal weg hier. Okay, da hinten knallt's. Das heißt, da hinten kommen die ersten Riesen. Das sind die Katapulte übrigens, die auf die Riesen eingestellt sind. Sprich, das da und das da hinten. Oder die da oben. Das weiß ich jetzt nicht. Ach ne, die sind normale. Okay, aber eben kommen sie. Die Mörser Mörsen.
Da hinten kommt einer. Ich glaube, jetzt können wir mal hier Feuer unterm Arsch machen. Da kommen sogar zwei. Das müssten eigentlich normalerweise vielleicht das Ding da oben schießen. Ja, nee, das schießt dahinter. Das heißt, von da kommen zwei, die werden momentan nicht beschossen. Beziehungsweise schießt das Ding da hinten. Ich glaube, ich muss raus. Ich muss die wegholen. Und da geht er down, 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 down on the river. Down, down, down on the river. Was ist denn kaputt? Ja, ich muss da oben unbedingt Eisen machen. Ich nehme an, dass der Schaden, der hier entsteht, von der eigenen Waffe da hinten ist. Das war jetzt mega. Ich muss jetzt demnächst wirklich irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt sagen, ich darf mich nicht mehr bewegen. Sonst wird das Ganze unspielbar. Hatte ich auch in der ersten Staffel schon so gemacht. Ich glaube ab Nacht 70 oder auch etwa einen Dreh rum. Habe ich auch gesagt, okay gut. Du musst deine Base so ausbauen, dass du dich nicht mehr viel bewegen musst. So, 2 Uhr. Jetzt müsste gleich die Endwelle kommen. Ich hätte aber gern dieses blöde Arschloch, was hier die ganze Zeit von der Mauer einschlägt. Es kommt keine Endwelle. Batterien sehen gut aus. Könnte es sein, dass die jetzt kommt?
kommt. Ah, die kommen von da. Ich glaube, das war's. Plasma ist leer. Oh nee, er lädt noch. Hatte ich nicht zu Beginn über 270 Benzin? Kann es sein, dass ich jetzt gute 200 Benzin verschossen habe? Ich wollte eigentlich ins Inventar eine Keule essen. Guckst du dir an, diese zwei Scheißärsche da. Komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa, komm zu Papa. Komm zu Papa, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Kommt, meine Freunde, kommt. Was? Da ist was. Die Nacht 72 ist um. Und wo ist dieses blöde Arschloch? Nee, du bist da vorne irgendwo. Vorne. Komm her, du Stück sinnloser Zombie-Kram. Gesehen. Hä? Nennt mich Robin Hood, der Zombie-Killer. So, Freunde, ich würde sagen, ich gucke, dass ich für nächste Nacht bzw. für Nacht 72 die Railgun da vorne in Betrieb bekomme. Ich meine, da nehme ich euch nicht mit. Ich meine, ihr wisst zu Genüge, wie man so eine Maschine baut. Ihr wisst, wie man die verkabelt. Also von daher nehme ich an, das mache ich alleine. Auch die Nacht 73 blende ich wieder aus. Es sei denn, es gibt irgendwas Spektakuläres. Ich will diesen blöden Kacksack. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie da graviert irgendwas passiert. Da sind wir zu gut aufgestellt mittlerweile. Inventar ist voll. So, die Katapulte hier, die möchte ich noch umbauen. Da oben die. Weil die schießen mir zu oft da oben auf die Plattform. Apropos Plattform, wie sieht denn unseren Strom aus?
Ja, leer genudelt. Ein Strich. Und hier sieht es gut aus. Das habe ich scheinbar jetzt im Griff hier. Ach, das war ausgeschaltet. Das habe ich gar nicht eingeschaltet gehabt. Auch gut. Wieso habe ich das jetzt eingeschaltet? Freunde, wir haben die Hälfte vergessen. Und trotzdem hat es funktioniert. Ja gut, es waren wenn dann eh nur die Katapulte in die Richtung. Ja, und von da kam eh keiner, also nichts verpasst. Ja, und die haben geschossen hier. Die haben geschossen. Ich habe noch gesagt, ne, warum gehen die nicht in Stellung hier? Freunde, ich habe mich eben dazu entschieden, ich mache diese Solarscheiße da oben weg. Weil deswegen ist die eine Batterie auch ständig leer, ne? Weil da einfach zu wenig Strom vom Wind kommt. Da mache ich jetzt da oben die Scheißdinger weg und stelle da oben noch so ein paar Windräder auf. So, okidoki, da kann ich, im Prinzip könnte ich hier eigentlich eingeschaltet lassen, ne, den Tag über. Wir haben hier so einen minimalen Stromverbrauch. Ich habe es repariert, ne. Wir haben hier so einen minimalen Stromverbrauch. Ich lasse das jetzt testweise einfach mal den Tag überlaufen. Und wenn ich merke, oh scheiße, der Strom wird eng, kann ich hier nochmal so um 15 Uhr abschalten oder so. Gut. Das da oben muss ich auch noch irgendwann mal zentral mit einschalten. Ich glaube, das mache ich dann hier unten mit dran. So, das da unten irgendwo mit hinbauen. Da vielleicht auf die Seite oder so. Das da oben auf dem Dach rumlaufen, das geht mir auch so ein klein wenig auf die Eier. Streng genommen könnte man dann hier oben sogar die Plattform komplett abreißen, wenn das alles weg ist. So, wie sieht es denn hier aus? Hier, okay, 120 Schuss, der hat gar nicht geschossen. Warum eigentlich? Ach, der hängt, glaube ich, da drum, da oben. Nee. Wieso hat denn der nicht geschossen? Egal. Die haben geschossen. Wenn ich den Strom von hier oben nach unten verlege, dann bekomme ich das hier in den Griff. So. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Geduld. Hat es euch gefallen? Ihr wisst Bescheid. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Oder vielleicht sogar ein Abo. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.